Und da wären wir wieder. Ein gutes halbes, dreiviertel Stündchen. Es ging doch schneller als erwartet. Heißt, wir haben jetzt fast alles, was wir brauchen. Also wir brauchen, glaube ich, noch zwei Calcite Dust. Die sollten aber hier gleich fertig werden. Dann habe ich noch den Crucible wieder aufgebaut. Aber dabei dann festgestellt, also ich habe das Ding da zerstören wollen. Mit einer ordentlichen Picke. Und da habe ich so ein bisschen geguckt, was kann man so Tinker's Construct nehmen. Und dann habe ich Obsidian gefunden als Material. Und das wäre halt noch was abzubauen. Aber für Obsidian braucht man halt Lava. Und wir hatten die Lava-Anlage hier abgebaut. Also habe ich den Crucible neu aufgestellt. Dann dachte ich an das Netherrack, was ja einer eurer Kommentare war, dass es damit schneller gehen soll. Allerdings habe ich es nicht angezündet bekommen, weil wir haben keinen Flint in Steel. Weil dafür brauchen wir Steel und Steel haben wir noch nicht. Ich habe dann gehofft, dass irgendwann mal ein Funke überspringt, das anzündet, aber bisher ist nichts passiert. Ich weiß auch gar nicht, ob das geht jetzt, wo der Crucible drauf ist. Aber ja, so habe ich wenigstens ein bisschen Lava bekommen. Damit habe ich dann, es geht so, man macht einfach Lava, tut die da rein und macht jetzt nicht Rechtsklick auf das Ding, sondern macht Shift-Rechtsklick auf das Ding. Dann kommt da halt der Obsidian-Block, dann rechts und dann kommt er raus. Also brauchen wir auch keine tolle Picke, um das rauszuholen oder sonst irgendwas. Das ist schon ganz praktisch. Naja, und damit habe ich dann einen Pickaxe-Head gemacht und das Ding da zerstört. Sonst gab es noch den Vorschlag, dass wenn ich die Barrels so sehr liebe, die Tanks so sehr liebe, die hier, dass ich mir die Drums mal angucken soll. Die sollen wohl noch mehr halten können. Im selben Atemzug gab es auch noch einen Vorschlag, sich die Tinker-Tanks mal genauer anzugucken. Die kann man dann wohl auch nutzen, um größere Mengen an Wasser zu sammeln, weil die Tanks halt auch mit den ganzen Faucets und so weiter arbeiten können. Das heißt, man kann dann Barrel drumherum aufbauen und die befüllen dann den Tinker-Tank. Ja, aber das machen wir dann, wenn wir anfangen, die Sachen mehr zu automatisieren. Also jetzt bin ich momentan sehr zufrieden damit, einfach einen ganzen Tank da reinzuschmeißen und dann, keine Ahnung, 8 Stunden mich nicht mehr darum zu kümmern, wie viel Wasser in so einem Ding drin ist, wie am Anfang. Calcit da, sehr schön. Dann hören wir mal kurz auf, da Kupfer zu schreddern. Mach das. Sonst, ja, die Anzeige hier ist irgendwie schon seit einer Weile jetzt ziemlich kaputt. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum. Ich hole mal ein bisschen mehr Flüssigkeit raus, vielleicht hilft das irgendwie. Aber sonst habe ich da auch keine Ahnung, was das gewesen sein könnte. Da oben ist nichts drauf oder im Weg oder sonst was. Die tun hier glitschen auch manchmal weg, dass man sie nicht sieht. Also ja, nicht ideal. Aber bleibt hoffentlich stabil. Mehr Zeug raus. So. Dich nochmal schreddern. Also eigentlich ist von dieser Phase, von den Crushed Erzen, ist effektiver, einfach einen Hammer zu schmeißen. Das geht richtig schnell. Aber der ist immer noch damit beschäftigt, durchgehend Gravel herzustellen. Damit die Ressourcenprobleme nicht mehr existent sind. Zumindest die grundlegenden Sachen. Dann dich noch... wo bist du? Da. Waschen. Und doink, doink. Blöcke, einfach nur zum Lagern und dass es rausgeht. Obsidian kann er noch weg, Black Granite kann er noch weg. Ich hätte gerne mein Inventar ein bisschen sauberer. Den brauchen wir erstmal nicht, den brauchen wir nicht. So. Also, wir nehmen jetzt die Sachen hier drin. Und wir müssen Concrete zuerst herstellen. Für Concrete brauchen wir Stone Dust, Clay Dust. Oh, ich habe Stone und Clay Dust gar nicht vorbereitet. Warte. Aber das sollte ja... Moment. Wie kriegen wir Stone Dust? Weil wenn wir Cobblestone schreddern, dann kriegen wir ja... Gravel. Stone Dust.
Storm Pressure Plates schreddern. Ja, okay. Achso, da brauchen wir richtige Stone für, ne? Also Smooth Stone. Ach du mal da, ich glaube, wir haben noch einen kleinen Vorrat irgendwo. Da. Das sollte eine ungerade Anzahl sein, ja. Oh, doch nicht. Das muss eine gerade Anzahl sein. Ups. Ja, wir werden mal mehr brauchen als nur 4 Pressure Plates. Wir können ja mal gucken, wie man das noch herstellen könnte. Einfach alles steinig reinschmeißen, ne? Ja, Cobblestone nicht. Ah, doch, natürlich. Wenn wir es hier reinschmeißen, wird es kein Gravel. Wenn wir es hier reinschmeißen am Hammerer, dann wird es Gravel. Ah, okay, dann muss ich mir den ganzen Umweg da nicht machen. Das ist okay. So, also wir brauchen Stone Dust, wir brauchen auch noch Clay Dust. Ich glaube, Clay Dust habe ich auch nicht vorbereitet. Ich habe nämlich nur auf das Gypsum und das andere fokussiert, weil das ja so nervig war. Das heißt, wir nehmen Clay. Ich glaube, ich baue derweil noch einen zweiten Steams. Weiß ich nicht. Also es war jetzt überschaubar mit der Zeit, die wir brauchten, um Calcit und Dingens herzustellen. Ich weiß ja nicht, wie extrem das später noch wird. Das ist immer noch buggy. Raus, raus. Mal eine kleine Pause. Gucken, ob das jetzt hier auch 1 zu 1 geht. Ja. Wie viel brauchen wir denn jetzt davon? Stone Dust, Mixer, Concrete. Die Hälfte. Wir brauchen 33 Stone Dust, 33 Clay Dust. Geht das dann auf? Hier ja. Das sollte dann schon passen. Braucht das auch irgendeine Flüssigkeit? Wasser. Okay, dann hätte ich gerne wieder mein Dingens hier. Boop. Ja. Ich habe irgendwie Lag. Ich weiß auch nicht. Komischerweise brauchen die Tanks jetzt aber länger zum Abbauen, obwohl ich eine bessere Picke habe. Das verstehe ich nicht ganz, aber hey. So, wo ist der Mixer? Du bist der Kompressor, du bist der Mixer. Also Wasser. 8 Buckets. Dann Calcit. War glaube ich zweimal. Stone. Und Clay. Nein. Ach so, in zweifacher Form. Okay. So, und dann jetzt noch Quarzsand. Oh, das wird am Wasser mangeln. Ja. Ich baue gleich einen Drum, keine Sorge. Ich will nur erstmal, dass ich es jetzt kurz craften kann, während ich hier rumwusel. Rein damit. So. Wir brauchen wahrscheinlich nur ganz viele Platten für einen Drum, oder? Drum. Bronze Drum. Nein, wir brauchen wieder so ein Bending-Dingens und wir brauchen 2 Long Rods. Dafür brauchen wir Hammer und reguläre Rods. Dafür brauchen wir eine Pfeile. Wir brauchen eine gerade Anzahl. Also, nein.
Reguläres Bronze. Haben wir gar nicht so viel gerade. Wir haben die ganzen Blöcke, aber wir haben keine normalen. Das waren dann 4 Stück. Um 2 Longrods zu bekommen. Und dann 4 Platten in Form gehämmert. Dafür, was war der Rest? Nix. Bam. So, du bist jetzt mein besserer Tank. Oh, das war sogar eine Quest. Also eine automatische Befüllanlage. Er hätte schon was. Noch schwerer abzubauen. Es könnte ein Obsidian Head liegen. Vielleicht hat er eine höhere Abbauqualitätsstufe. Also dass er schwerere Materialien abbauen kann. Dass das grüne Häkchen halt da ist. So wie da. Aber dafür ist es langsamer. Wir können Redstone raufhauen, ne? Stimmt. Ganz kurz. Ablenken lassen. Eine Ablenkung. Da. Haste 28 von 50. Okay, wir brauchen definitiv viel mehr Redstone. So viel habe ich jetzt nicht vorbereitet. Irgendwie habe ich für die ganzen Shigimi-Dingis so viel Redstone verbraucht. Egal. So, hier. Du wartest auf Wasser. Nimm Wasser. 30 Stück. Wir brauchten 33 Concrete, richtig? Concrete. Da. 33 Concrete und dann die 66 Gypsum und dann die Firebricks. Ja, das heißt, wir müssen jetzt mit Eimern das da irgendwie rausnehmen und dann vercraften. Einzeln? Nee, das geht doch bestimmt auch mit dem Tank. So klug wie Greg Tech ist. Das kriegen die doch bestimmt hin. Bitte. Nein. Gypsum. Oh, doch. Okay, es geht nicht im Nahe, aber es geht anderswo. Bam. Bam. Was? Achso, da hinten. Wie viel Firebricks brauchen wir? Quests, Damage. Next, 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 next. Wir haben genug. Primitive Blast Furnace. Primitive. Iron Rod, Iron Screws, Iron Plate und Werkzeug. Plate. Reguläres Iron. Dann macht er mal ein paar mehr Stangen gleich. Dann muss die Stange zersägt werden. Und dann müssen die Bowls, glaube ich, gefeilt werden. So. Hast du schon? Eine Platte fehlt und ein Screwdriver. Okay. Screwdriver. Keine Platte. Da, ganz viele Platten da oben. Das hier war eine falsche. Das war eine Tinplate. War schon Iron alles, ne? Ja.
So, fertig. Z. 32 Stück und Primitive Blast Furnace. 31 Stück, wir brauchen noch einen. Du gib mich Concrete. Ich hab zu viel Concrete gemacht. Ich denke, das werden wir bestimmt noch brauchen. Ich denke, mehr von den Dingern ist umso besser. Das läuft jetzt hier alles noch im Hintergrund. Also wir stellen im Hintergrund weiterhin Calcit her und Gypsum. Ich switch das zwischendurch hin und her und dann passt das schon irgendwie. Gypsum. Das Barrel-Ding. Ja, noch zu viele Firebricks. Ich habe mich da irgendwo verguckt. Aber hey, lieber mehr als zu wenig und so. So, jetzt mach bling, 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 du Arsch. Ah, erstes Dealing. Okay. Das ist wie viel mal, wie viel mal, wie viel? Steht nicht bei, warum auch? 3 mal 4. Zweite, dritte und vierte Etage sind hohl. Ja, okay. Nein. Dich gerade nicht. Kriegst du ein Dach? Zweite, dritte und vierte sind hohl, ohne den Mittelblock. Nö, das ist so ein richtiger Schlote, das ihn rausrotzt. Zack. Und jetzt kommt Eisen rein und Kohle nehme ich an. Und das war's. Jetzt brauchst du noch eine Stunde. Bis er einen Stahl produziert. Ja, es geht. Also wenn man nebenbei am Tüfteln ist, dann kommt da schon wohl was zusammen. Aber mehr davon bauen lohnt sich auf jeden Fall. Und die teilen sich ja die Wände da, ne? Das heißt, wir können das direkt hier. Das heißt, der nächste braucht dann nicht 33, sondern braucht dann, keine Ahnung, irgendwas in 20er. Ne, weniger. Egal. Nicht so viel wie vorher. Ja, hier müsste einfach nur neues Wasser rein. Wir bräuchten ein kleines bisschen Calcit. Das können fast hinhauen. Ja, dann dich vielleicht umstellen auf Gypsum wieder. Das wäre dann Gravel mit dem anderen Sieb. So. Anderes Sieb habe ich wegsortiert. Anderes Sieb. Und die Projektkiste wird zumindest braucht als Zwischenlager für. Oh ne, warte. Das können wir als Zwischenlager nutzen. So. Und dann hätte ich jetzt gerne alles an Gravel. Gravel, 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 Gravel. Gravel, 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 Gravel. Jo. Dann müssen wir das einmal leeren. Sonst, ja, stackt das zu hoch alles. Abnormale Chunks. Rein mit euch, you. Hi. Ja, und definitiv genug Bauxit für später. Die einfach voiden. Das ist so viel. Barrels. Ja. Also, die Dinger hier, die Draw. Wir bräuchten theoretisch eine Wand dafür. Also, wir haben keine größere Fläche für so eine Wand. Wenn man das, also hier sollen ja noch mehr von den Schmelzöfen hin. Da ist also kein Platz. Ich denke, wir weiter nach Norden und machen dann auf der, also noch eine Plattform da hinten hin und auf der Nordwand davon kommt dann das große Storage. Das große, auch ebenfalls nur temporäre Storage.
bis wir dann Storage Control Draw haben, der hilft dann ein bisschen beim Sortieren und danach irgendwann Applied Logistics. Aber dass das hier halt der Schmelzbereich ist und ein bisschen Tinkerbereich und dann hier so eine zentral, wahrscheinlich endgültige Zentralplattform mit dem Storage-System an der Seite und dann geht es von da nochmal rechts und links ab und vielleicht auch mal nach oben und unten. Bisher habe ich ja eine Achse ziemlich vernachlässigt. Das heißt, man könnte einfach irgendwo hier so ein Wasserloch machen und dann nach unten gehen. Richtige Elevator habt ihr nicht, oder? Elevator Caller, Elevator Frame, Elevator Base. Ja, es ist schön, dass ihr einen richtigen Elevator habt, aber ich wollte den Cheaty Teleporter Elevator. Ich will nicht sekundenlang auf dem Fahrstuhl warten. So haben wir einen Stahl gemacht in der Zwischenzeit. Wir haben 3 Stahl gemacht. Okay, mein ganzes Rumgehupe vor könnt ihr ignorieren. Das Ding ist ordentlich flott, wenn es 3 ausspuckt. Oder hat er 3 Durchläufe gemacht. Egal, wir haben Stahl, wir haben Stahl, wir haben Stahl. Flame. So, High Pressure Steam, High Pressure Steam Extractor. Das sind die ganzen Sachen nochmal in größer, höher, besser. Steam Macerator. Der hat er schon ein bisschen besseren Output. Der Nachteil von unserem Ding ist nämlich, dass er einfach nur eine Sache nimmt und eine Sache rausschmeißt. Normalerweise haben die Dinger aber ein oder mehr Nebenprodukte. Und die gehen jetzt halt flöten. Also hierbei zum Beispiel Andratit, wo schöne Elemente drin sind. Naja. Calciumchlorid. Da bräuchten wir dann aber ein. Ja. Ich wollte gerade sagen, da ist schön viel Calcium drin, aber da bräuchten wir vorhin Elektrolyser. Ich freue mich so auf die ersten Maschinen. Also die ersten richtigen Maschinen. Weil dann kriegt man so viel mehr an Ressourcen. Also es wird dann frickelig. Das wird dann richtig frickelig. Ah, aber irgendwann entwickelt man ein Gefühl dafür, welche Sachen man dann nimmt und nicht. Und dann schmeißt man einfach alle Sachen in eine Kiste für Electrolyzer. Und dann nimmt er aus der Kiste und schmeißt es in 8 verschiedene Electrolyzer. Ist auch egal, was wo landet. Und dann schmeißt das Output am Ende in eine andere Kiste. Und so hast du einen anderen Bereich für die Zentrifugen. Und dann schmeißt du oben also in die Kiste für die Zentrifugen und arbeitet das durch. Und dann hat man am Ende ganz viel Zeug. Darauf freue ich mich, so eine richtig schöne Anlage wieder aufzubauen. Nicht so einen komischen Knubbel hier. Aber ich bin halt nicht. Oh, wir wollten weiter aussortieren. Aber ich bin halt nicht so motiviert. Ich schmeiß mal noch mehr hier mit rein. Nicht so motiviert, jetzt die Anlage weiter auszubauen, wenn wir das in ein paar Folgen wieder alles wegmachen müssen, weil die richtigen Maschinen kommen. Aber das habe ich ja schon ein paar Mal erklärt. Also, das kann erstmal alles wieder zurück. Brauchen bald einen neuen Hammer. Tin Ore. 4 davon. Welche sind jetzt die ganz hohen werden die sein, die vorher drin waren. Die machen wir mal weg. Und hoffen, dass das so okay ist. Gab es nicht auch eine Drop-Funktion, dass ich einfach die Sachen hier automatisch auffüllen lassen kann, quasi? Das heißt, er checkt mein Inventar und was er reinstecken kann, nicht? Oder war es nur bei Backpacks? Egal, schmeiß alles rein. Weg, 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 weg. Gut. Wir haben noch 61 Topase im Inventar. Ist auch komisch. Das ist halt mit Ex Nihilo der Nachteil, den ich so sehe. Man freut sich nicht so sehr darüber, dass man in der Welt irgendwo eine tolle Ader gefunden hat und muss nicht irgendwelche Wege bauen zu den Adern, sondern man hat einfach alles später in super riesigen Mengen. Macht das Basteln einfacher, zugegeben. Aber so ein bisschen vermisse ich das schon.
So, kommt jetzt hier das Richtige raus oder habe ich da was falsch gemacht? Gypsum. Da. Nee, okay. Das kann jetzt eine ganze Weile so laufen. Wir sollten dafür sorgen, dass das Ding jetzt mehr läuft, jetzt wo wir mehr Kohle verbrauchen. Stahl. Oh, dann können wir die auch anzünden. Ich hätte gerne ein Stahlnugget. Und Flint. Jetzt kann ich Feuer machen. Boop, boop, boop. Ja. Leute, die aufpassen, werden es gemerkt haben. Ich habe meinen einzigen Crucible da gerade verbrannt. Und ich wollte eigentlich drei Stück hier draufsetzen. Wir haben aber gar keine Knochen für Crucible-Hersteller. Wir brauchen dafür Knochen. Ich baue jetzt keinen Monsterturm. Nee. Wir nehmen einfach hier noch ein bisschen Dirt. Einfach hier ein bisschen Dirt und machen die Pilzinsel noch größer. Und dann checke ich da einfach zwischendurch mal nachts. Gibt hier auch Punji-Sticks, oder? Können wir noch größer. Oh, hier für die ganze Reihe. Ja, Ventilatoren gibt es die hier? Ich glaube, den ganzen angenehmen Schnack, um eine Monsterfalle zu bauen, gibt es hier nicht. Also keine Ventilatoren zum Pushen. Vielleicht die Conveyor Belts? Es gibt Conveyor Modules, aber die machen was anderes. Das ist Greg-Tech-Kram. Nö. Ja, dann einfach schreien mit dem Schwert hinlaufen und versuchen zu töten. Wenn es nur ein Skelett ist, geht das ja. Stups. Ey. Ey. Zurück. So, wo ist der aus? Hündchen. Keine Gnade für fliehende Gefangene. Muss Exempel statuieren. Das war unser letztes Hühnchen? Nein, da hinten ist noch ein Hühnchen. Aber ein Hühnchen vermehrt sich nicht, ne? Ah, da ist ein zweites. Ah, Glück gehabt. Sonst hätten wir eine Falle bauen müssen. Ja. Das heißt, ich werde jetzt die Maschinen ein bisschen laufen lassen. Dann haben wir nächste Folge vielleicht genug Gypsum, aber ich bezweifle es, dass wir noch so ein Stahlding bauen können. Weil die High-Pressure-Sachen werden genauso viel Stahl verbrauchen, wie es vorher Bronze verbraucht hat. Also High-Pressure Macerator. Ja, sind halt Small Steel Pipes dann. Das ist identisch. Also wirklich einfach nur Bronze umgetauscht zu dem. Was es angenehmer macht zum Craften, wenn man sich einmal gemerkt hat, wie die ganze Anordnung ist. Das Ding sind halt 8 Platten. Aber wir haben jetzt hier eine effektivere Möglichkeit, die Platten herzustellen. Das ist dann schon okay. Also mit dem Ding hier. 3 zu 2. Das Feuer ist noch ein kleines bisschen irritierend. Gerade bei meinen Trophäen hier. Machen wir die lieber hier irgendwo. Schön von links nach rechts. So. Und das nächste Zeitalter wartet denn ja nicht allzu lange auf uns, hoffentlich. Die ganzen Maschinen sind ja primär dazu da, nur das Ganze ein Ticken zu beschleunigen und jetzt die Ressourcen rauszubekommen zum Beispiel. Aber dann, sobald wir den Circuit haben, sollten wir auch schon langsam hier hinkommen. Richtig. Primitive Circuit, Basic Circuit Board und Squids. Was?
Squids. Okay, anscheinend, bevor wir tolle neue Maschinen bekommen und Strom und so, brauchen wir Squids. Das heißt, wir müssen einen Pool bauen. Klingt nach einem Plan.